Hallo und herzlich willkommen zurück zur gepflegten Lego-Unterhaltung. Wie immer mit meinen freundlichen Kollegen Thorsten. Bin immer leiser dabei. Ja, Kein Mensch weiß warum. wie ihr seht, haben wir schon 8 Tüten fabriziert und Zählen gebaut. Ist noch gar nichts. Okay, und jetzt vervollständigen wir die erste Etage mit Tüte Nummer Hoffentlich. 9. Oh nein, der reißt sich schon wieder auf. Ich sag nicht. Das heißt ja. Ja, viel Kleinkram. Ja, ich fange dann einfach mal hiermit an. Das hat gleich. Na, ob diesmal auch alle Tüten da sind? Bei Tüte 8 hat es ja auch geklappt. Ja, aber nur weil du die Übersicht hattest. So lange. Ja. Oh nein! Sabotage. Ja, ich sabotiere dich. Ich merke das. Guck mal, der kann sogar so ein Schlangengesicht haben. Das ist Oh dann Peter Gott, das wahrscheinlich. kann nur Peter sein. Mr. Wankman? Die Leute rangezoomt hast du schon, ja? Ach so, nö. Nee, natürlich nicht. Machen wir das mal eben. Zoom, zoom. Zoom, zoom, zoom. Eine Sekunde, ich muss mal einmal kurz verschauen. Ja, ich muss ja noch die Protonenpäckchen, die Falle bauen. Ach, so kommt das. Da kommt dann zweimal sowas. Dann nehmen wir doch sowas. Obwohl, das sieht auch wieder größer aus, ne? Ich sag nichts. Das Ich wird jetzt die Hälfte, ja. glaub nicht, dass das für die Ecke Nee, reicht. das ist viel zu viel. Na, siehst du auch so. Sehe ich genauso. Die lassen uns jetzt zappeln. Wir haben schon gewollt, die kleine Ecke zu bauen, aber nix da. Nichts da. Nicht mit Dego. Das ist schon mal durch. Da habe ich schon mal. Bereite ich schon mal vor. Nichts, hey. Ach, da kommt wieder so ein langer rein. Nee, Moment. Wahrscheinlich. Die ist länger. Ja, das ist eine lange. Das Nee, ist ist eine er lange. nicht. Nee, komm, ey, die ist ja auch größer als die von vorhin. Ja. Genau sowas. Dann kommt der hier hin. Dahin und hier dieser Vierer. So, das sieht doch ganz gut aus. Dann haben wir das nämlich so weit durch. Ist das jetzt rot oder was? Das ist rot, ja. Ja, doch nicht. Auf jeden Fall. So, aber viele Teile sehen das nicht aus. Das sagt er immer. Und nachher siehst du dann wieder, zack. Stunde später. Ja. Weil doofer Gedanke. Was Mut dann Mut? Diese drei. Ist das richtig so? Ja. Doch, sehr gut aus. Ne? Das ist richtig, das ist richtig. Die überlappen dann wahrscheinlich. Ja, da ist keine Symmetrie zu erkennen. Und das, was du machst, ist falsch. So. Wir müssen einen höher, Ja, und auch hierhin. Stimmt. Guckst du einfach nur, was ich mache? Ja, Meister. Einfach nur gucken, was Big Daddy macht. Immer der Ärger. Das ist doch kein Ärger. Und du bist im Praktikum, was willst du machen? Perfekt.
Oh Gott, jetzt wird's kompliziert. Naja. Da ist nochmal sowas. Genau. Dann kommt da so ein Vierer. Wenn ich ihn dann finde. Da. Da kommt da so eine braune. Dann ist das hier sowas. Wie lang ist der sechste, ne? Nur dass der braun ist. Da. Rot. Genau, danke. Ja, habe ich auch gesehen. Hm, alles gut. Was zum Teufel? Genau. Jetzt zum machen Teufel. Sie es aber spannend hier. Hä? Ach so, das wird da drauf gesetzt. Die werden da drauf gesetzt, ja. Das ist null. Diese hier. Ach so. Ja, ich will schon wieder die anderen nehmen. Ich nehme immer die falschen da. Ups. Oh. Ja, macht wieder alles kaputt. Nein! Ach, ich habe nur das Loch nicht getroffen. That's what she said. Genau. Dann den. Doch. Oder doch, das ist ein Vier. Okay. Nochmal ein, bitte. Dankeschön. Bitte. Mehr war hier nicht, ne? Nee, reicht ja auch. Och, boah. Aha. Und danach kannst du es umdrehen. Nur zwei flach, einer haben wir hier. Nein, nicht runterfallen. Das ist böse. Ah, okay. Jetzt ist er auf dem Boden. Jetzt ist er. Jetzt ist Thorsten schon. Ja, das ist ja nicht schlimm. Ich weiß ja, wonach ich suche. So, kannst du schon mal weitermachen? Genau. Oh, guti, guti. Ah, da ist er. Ich habe ihn. Ja, da sind wir. Ich würde schon sagen, wir brauchen eine Tüte. Da ist jetzt einer dran, ne? So ein einer. Ja. Gut. Ist dran. So. Aha, ich bin direkt eben ehrlich. Ja, direkt eine Ebene basteln. Ist ja auch mal nicht schlecht. Nur dass das nicht funktioniert. Doch. Also bei mir. Oder ist das eine schwebende hier? Wie eine schwebende. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Ne, das haut nicht hin. Hm. Da passt was nicht, Freunde. Der müsste theoretisch nach außen. So wie der hier wahrscheinlich. Hm. Was es aber nicht ist, das heißt, die ganze Konstruktion passt nicht, oder was? Wieso nur der nicht? Wahrscheinlich. Ja, das zieht ja wohl alles andere mit sich. Meinst du nicht auch? Ach so, meinst du das? Ah, alles klar. Da ist noch ein Zweier drum, siehst du den? Ja, siehst du. Den habe ich nicht gesehen. Okay. Schon korrigiert. Hoppla! Wie das auf einmal passt. Ja, das sind so Kleinigkeiten. Kleinigkeiten, die einem den Kopf kosten können. Eins, drei, sechs, okay. Hätte ich nicht gedacht. Was kommt denn da hin? Ein Zweier und ein Sechser, okay. Auch ein Zweier und ein Sechser? Ja, genau. Hast du noch einen Zweier? Da. Ja. Ja, dann setz ihn mal hin. Den Rest hast du schon. So. Den Rest haben wir. Oh nein, jetzt kommt das Übliche. Das Übliche. Das Übliche. Ja, das kriegt man Routine. Routine. Ist auch nicht schlecht. Routine kann ich hier fertig werden, du. Dude. Trotzdem muss man aufwarten. Man kann ja auch leichtsinnig werden, ne? Voller Sinne. Schau
wahrscheinlich diese Tüte wieder Mauerbau und die nächste Tüte wieder. Wieder das Innenleben, ja. Innenleben, genau. Denke ich auch. Aber das ist auch nicht schlecht gemacht, ne? Man baut erstmal den Grundriss und dann baut man das Innere. Exakt. Genau. Wobei wir jetzt schon damit anfangen. Ja, so ein bisschen. Ja, den hatte ich auch. Ja, Entschuldigung. Das ist halt so. Der sucht genau das, was ich suche. Ich suche aber anders im Spiel. Ja, echt. Mit dir spiele ich nicht mehr. Gut. So, gehe ich von der anderen Seite. So. Genau. Voll konstruktiv gehe ich daran. Nee, das ist ein normaler Trainer. Ja. Kommt da nochmal sowas dran? Genau, okay. Dann wieder der normale. Ja, habe ich hier. Gut. Next. Das war schon die Seite, man wundert sich dann, dass es so wenig war, ne? Irgendwie. Ja, ab und zu ist das so. Ja, man rechnet dann immer mit mehr, als es ist. Und jetzt hast du? Jo. Ja. Zack, zack geht das jetzt. Ach, jetzt kommt das wieder. Zweimal, zweimal. Zweimal. Zwei große Fenster diesmal. Yep. Zwei große und ein kleines. Ein kleineres, genau. Jetzt ist die Frage, schwebt das hier so rein? Ja, ne? So. Ja. Achso, der fehlt auch noch. Den habe ich gar nicht gesehen. Ich baue schon mal hier die nächste Etage. Ja, ich komme gleich dazu. Ja, da zwei. So, zack. Und wieder zwei, vier. Ich bin mal gespannt, was dann hier so alles dran ist. Ich habe keine Ahnung. So gut kenne ich das Haus, wie gesagt, nicht. Ich auch nicht. Vielleicht noch ein bisschen wissenschaftliches Zeugs. Ja, vielleicht noch der Raum, wo er den untersucht. Kommt vielleicht auch noch. Ja, das ist möglich. Ja, dann mach du den. Ja. Dann mach ich's auch! Aber da fehlt ja immer noch einer. Ach so, ach, ich dachte, den hättest du schon. Ja. Und die nächste Reihe. Yeah, es gibt Action. Action Perfection. Ups. Nicht perfekt. Okay, was kommt jetzt? Jetzt konzentrieren wir uns wieder auf die Ecke, ja? Das kommt mir doch bekannt vor. Ja, das ist Déjà-vu, ja, richtig. Ein Déjà-vu. Wir kommen in der Matrix. Ja, genau. Hier kannst du auch noch was setzen, so ist es nicht. Ja, schön. Und so ein beigen Eimer.
Jetzt kommen wieder diese Doppeldinger, genau. Doppelgalasch. Galaufgalasch. So, das da. Das ist eine Fensterreihe hier vorne. Hm? Sieht doch auf jeden Fall so aus. Ja. Ach ja, aber es könnte es auch anders sein. Das gleiche Spiel. Haben Sie etwa etwas anderes erwartet? Nicht wirklich. Da ist im falschen Stand. Oder war ich? Das kann auch sein. Ist nicht schlimm, wenn man austauschen. Ach so. Oh ja. Das ist ja schon Kleinigkeit. Das stimmt. War schon mal schlimmer. Das stimmt. Nein, ich muss den Heim draußen unterhalten. Boah, simultan, jetzt beide Seiten, zack. Yeah, yeah. Profi. Ich fang schon mal hier an. Nö, ist klar, jetzt lässt er mich im Stich. Ja, das ist. Ich bin ja auch fertig jetzt. Siehst du? Ich mach so einen Dreier hier und dann zack. Großartig. Also ich wackelt, hat Duft. Da wackelt gar nichts. So. Ja, erdbebensicher ist es auch. Naja, muss es vielleicht auch. Ja, klar. Sieht auch aus wie so. Hat wieder was von Kaffeemaschine oder so. Ja. Irgendwie schon. Wann hast du denn die Fensterscheiben eingeklinkt? Tja. Wahrscheinlich, als ich die Unterkonstruktion gebastelt habe. Richtig. Schlauer Bursche, du. Ja, man kann ja immer Sachen vorbereiten, ne? Wenn der andere. Das gibt bestimmt einen Teppich oder. So, schwarze Dinger. Zwei Stück. Zwei Dinger. Sieht aus wie so ein Regal. Das kommt. Ja. Entschuldigung. Wie schön. Kommt das wohl hin? Ja, wo kommt das denn hin? Kannst du euch da reinsetzen? Ja. Ja, da drauf. Ja, ja. Ja, da drauf. Darf ich mal? Ach so. Hm? Ja, dann. Das ist doch logisch, oder nicht? Für mich war das jetzt nicht logisch. Ja, wie gut, dass ich noch da bin. Echt? Ups. So. Ja, und noch so ein Einer mit Pümpel. Zwei hast du? Ja. Cool. Ja, aber den auch. So, das war schon die Seite. Ja, das musst du jetzt noch zusammenstecken. Hast ja schon vorbereitet, du Fuchs. Ja. Das ist total. Geht runter? Ja. Jo, dann nicht da. Vergraben. Und das
Brettchen drauf, genau. Da fehlt aber was. Ja, fehlt der einer. Oh Gott. So. Schön. Und die nächste Reihe. Was hätten Sie denn anders vermutet? Ja. Aber ich finde es toll, dass das sich so widerspiegelt. Ja, das geht von unten einmal. Einmal hoch. Komplett durch. So eine schöne Optik. Ich finde gerade nichts mehr. Darf ich das so sagen? Darfst du. Ach so, den hast du schon. Den kann ich ja nicht nochmal finden. So, da kommt so eine Ecke rein. Dann kommt so eine rein. Genau. So, jetzt ist das Regal damit direkt verbunden. Ja, ja, gut. Mhm. Und da fahren wir mal. Oh. Andere Seite auch. Ja, wobei. Doch, das passt, ne? Ja. Das passt. Aber das ist irgendwie unfair. Ja. Das ist irgendwie unfertig. Muss der hier rein? Ja. Ach so. Ja, sicher. Oh, ja, sicher. Sicher. Sieht man doch. Sieht man doch. Sieht man doch. Was kommt da jetzt hin? Quidditch-Schläger. Nee, Beatküss. Ach, kommt der Tisch doch noch. Dann sieht aus auf jeden Fall so aus, oder? Könnte sein. Spielzimmer. Für mich sind das Beatküss. Warte, da kommt noch mehr. Wir fließen. Ja, gleich. Bleib mal cool. Fließen. Bleib mal Porno. Ich will fließen. Da, genau. Also. Du darfst. Ja, wir beide. Wir sind ja, da ist ja noch und da. 1, 2, 3, 4, 5, 6 wahrscheinlich. 1, 2, 3, 4. Ja, muss man auch zählen hier. Und über den vierten. Ja. Ah, Billardtisch könnte tatsächlich noch kommen. Das wäre ja cool. An den erinnere ich mich. Ja, ich auch. Ja, so ein Billardtisch hätte ich auch gerne. Echt? Ja. Kannst du spielen überhaupt? Ja. Ich treffe schon mal die Kugel. Ja, ich hab das kann auch nicht schlecht spielen, würde ich sagen. Ich habe das mal ausprobiert. So einfach ist das gar nicht. Also eine Zeit lang mal mit einer Freundin damals. Hm. Da gab es so eine, weiß nicht, Billardbar, kann man das so nennen? Kann man so nennen. Da gab es mehrere kleine Räume mit mehreren kleinen Tischen. Da konnte man sich immer ja. So einen Tisch mit einem Raum. Das war ganz cool. Kann man auch ein paar Stunden mit verbringen. Kann man auch, ja. Mhm. Hat Spaß. Pure Mathematik. Ja, ist es auch. Also du musst ja auch bestimmt die, den Ball treffen. Ball. Den, ja. Ball. Kugel. Ball. Ja. Den Ball. Das sehr ist gut. Kein Fußball, mein Freund. Mit bestimmten Kraft und... Ja, Winkel vor allem. Nein. Hä? Ich werd verrückt. Nee, da muss ein Pin dran sein. Ja, richtig. Da. Ah, ja, super. Ich guck schon, wo hast du den hingesetzt? Ja, genau, wo hast du den hingesetzt? Es kann auch nur einen geben. So. Und ich behaupte mal, das war's auch mit der Tüte. Das war's auch. Yay! Das ging flott von der Hand. Flotti flapotti. Ja, wir sind dabei. Das Billardzimmer aufzubauen. Es wird. Ja, die sind dann die Kurs, ist dann so. Denke ich mal. Ja, cool. Dann würde ich sagen. Bis Türchen Nummer 10. Ciao. Tschüss.